Bada bim, bada bum, da sind wir wieder. Moin Moin und zurück bei Super Mario Maker 2. Wir brauchen Münzen, ja, wir brauchen Münzen, um dieses blöde Schloss in Gang zu kommen. Deswegen gehen wir gleich mal auf die nächsten Aufträge. Da unten Fußballregen in der Baumschule. Yes. Ich habe mir mal Mühe gegeben und ein paar besonders hübsche Bäume gepflanzt. Irgendjemand müsste aber noch ausprobieren, ob sie tief genug in der Erde stecken. Und das geht am besten, wenn man einmal auf jeden Baum klettert und dann das Ziel erreicht. Erfahrener Zimmermann. Los geht's. Bin gespannt. Bin sowieso schon die ganze Zeit gespannt. Boah, ich glaube, ich meinte nicht mal ein bisschen zurücklehnen hier aufs Sofa. Hoffen wir, dass alles hält und man meine Stimme noch hören kann. Jo, was kann man, ne? So. Gibt's nichts? Oh, mach ich denn da? Zack, haha, verarscht. Oh, wer hier wohl wen verarscht? Oh, wie dumm. Na gut. Los geht's. Oh nein. Bago. Halt, da war noch so ein cooles Münzding da hinten, oder mich verkehrt. Ah, guck. Ups, oh nein! Alter! Komplett runtergefallen. Ja. Oh, es fehlt mir noch ein Baum drin, oder? Ah, da ist er. Das Kätzchen. So. Ein paar Münzen. Ich weiß nicht, allzu schwer das Level ist, gehe ich zu. Aber Münzen sind Münzen. Wir können alle Münzen gebrauchen. So. Naja, komm. Wollen nicht lange ausruhen drauf, ne? Chip-Chip-Schwärme. Ich habe ein paar Chip-Chips in mein Unterwasserlevel geworfen und dann noch ein paar und jetzt sind einfach zu viele. Ist dieser Level überhaupt noch schaffbar? Ich brauche Hilfe. Der Hobbytaucher. Ja, du Hobbytaucher. Guck mal die Chip-Chip-Fische an. So. Come on. Gehörten damals nicht zu meinen Lieblingsleveln, die, so welche Fischlevels. Fand ich mal sehr nervig.
Aber aus einem einfachen Grund, glaube ich, damals waren die mir eigentlich zu schnell. Ich weiß nicht warum. Ja, warte mal, kleiner, ne? Oder kommen die großen? Okay. Was rein da? Oh, da komme ich schon wieder. Die mögen mich anscheinend. Oh. Ah, Mist. Na egal. Einer ist weg. Nicht so schlimm. Gut. War ein ziemlich leichtes Level, ne? Aber man konnte viele Münzen holen, was natürlich cool war. Mario Time. Gut. Cheep, cheep. Yes. Und nochmal ein paar Pünktchen für uns. Oh, los weiter. Das nächste. Feuerklauen-Kutschen-Expedition. Die Feuerklauen-Kutsche ist bereit für ihre erste Expedition. Halte Y gedrückt, um sogar harte Brücke zerstören zu können. Ich würde das ja alles selbst erlegen, aber ich muss doch dringend meine Steuererklärung machen. Todesmutiger Forscher. Pass auf dich auf. Durch. Oh, die Feuerdinger finde ich ganz geil. Diese Feuerklauen-Kutschen. Also dieses runde Ding von Bowser. Hat irgendwie was. Dun, 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 dun. So. Bam. Oh. Komm rein. Oh, hier war noch ein 10er mit so, okay. Mach ich denn da? Bin rausgehopst, ich Depp. Ich Dummiot. Na gut, machen wir nochmal. Ich war da ja was, war aber nichts. Mal nochmal das Ganze. Oh nein. Ich muss aufpassen, dass ich mit dem Springknopf drücke. Sehr gefährlich. Gerade hier. Zack. Komm schon. Der Springknopf ist tabu. Der Springknopf ist tabu. Das ist geil, dass sie einfach so wegfallen wie die Fliegen hier, ne? Halt! Wo ist das eng? Nein, doch nicht.
kriegen wir doch noch, oder? Oder? Ah, okay. Ah. Ach so. Nein. Okay, jetzt der Helm weg, aber egal. Der Helm ist nicht ganz so wichtig, aber ist schon wichtig, aber nicht ganz so schlimm. Hui. Oh. Kriegen wir nicht weg, ne? Den kriegen wir nicht so schnell weg. Oh. Das wollen wir noch haben. So. Und da rein. Ah. Okay. Hätte man einen Helm machen können, hätte man einen Helm noch gehabt, aber haben wir nicht. Nun gut. Nun gutes. Nicht so schlimm. Mit Schlangenblock von A nach B. Ich habe eine Teststrecke für Schlangenblöcke gebaut. Damit werde ich in diesen ewiggestrigen Gezeigen, die immer noch behaupten, Schlangenblöcke wären gemeingefährlich und unerträglich langsam. Pah, Schlangenblöcke sind das öffentliche Verkehrsmittel der Zukunft. Schlangenblock-Freundin. Jetzt zeig mal, wo der Hammer hängt. Gib mir den Schlangenblock von A nach B. Los geht's. Langsam sind sie trotzdem. Oh. Eieiei. Ich hab grad nochmal eine ganze Ecke gefährlich. Komm schon. Ah, Mist. Das wäre was Cooleres gewesen. War es aber nicht. Das war fies, aber naja. Geschafft ist geschafft. Danke. Wir machen jetzt ein paar Level, bevor ich den Leuten zum Bau befehlige. Damit wir ein bisschen was haben. Dann können wir vielleicht auch zwei gleichzeitig im Bau setzen. So. Post! Hehehe, mit einem Zauber habe ich dafür gesorgt, dass der Fluss im Wald regelmäßig über die Ufer tritt. Die Cheep-Cheeps scheinen begeistert zu sein. So vergnügt hüpfen sie herum. Nur, ob jetzt jemand ohne Kiem noch das Ziel erreichen kann? Viel Spaß da draußen. Danke. Schauen wir uns das mal an. Forst, Fluss, Flut. Noch ein kleiner Zungenbrecher, ne? Forst, Fluss, Flut. Sag das mal dreimal hintereinander. Forst, Fluss, Flut. Ah, das ist Yoshi. Yoshi, mit Yoshi können wir doch alles schaffen. Oh, es wird schon höher hier. Aha.
Oh nein. Ein neuer Yoshi verloren. Oh nein. Oh nein, alles verloren hier gleich. Da ist aber noch ein Yoshi, holen wir uns. Ach, danke. Oh nein, jetzt kommt noch mehr. Aha. Oh. Oh. Kann er rein? Nee. Das ist gut klar. Ah, jetzt aber. Oben. Okay. Lass mich mal. Einfach mal, ich gebe mich nicht geschlagen. Komm, was sag, steig mal hoch. Ich kann natürlich auch springen, glaube ich. Mit einem doppelten Sprung, aber. Und da oben rauf. Oh. Oh, zack. Ah, war das jetzt nicht ganz so viel, aber egal. Coolio. So, oberes Gehäuse ist glaube ich auch fertig. Sehr gut. So, komm, wir wollen das nächste Level machen. Oh, weh, weh. Es gibt ein Problem, Mario. Das Wichtigste ist, eine Panik zu vermeiden, aber lies bitte einfach das hier. Todrettungsmission. Ah, der rote Tod wurde entführt. Die Ballerin war einen Moment im Stehen eingeschlafen, deshalb hat sie nichts davon mitgekriegt. Du musst den roten zurückholen, schnell! Gib dir die Daumen. Ah, klar. Eine kleine Sondermission zwischendurch sind natürlich ganz geil. Schau mal. Okay, hab direkt in den Tod gesprungen. Das war nicht so cool. Ja, komm. Ah, so geht das. Tot, da bist du ja. Wir warten mal kurz ab. Nein! Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das war ja blöd. Nochmal. Münzen kriege ich aber nicht, bin ich zu dumm für. Oh, was soll denn das? Oh, no. Scheiße. Ah, nicht so clever, ne? Nicht so clever. Was ist nicht hin? Oh. Okay.
kriege ich es nicht immer im Springen so richtig hier. Nervt mich ein bisschen. Tod wiederholen kann. Blöd. Oh nein. Oh, wo sitzt er wieder? Okay. Mann, du haust jetzt nicht mehr ab, du Spacko. Ach Mann. Bitte. Das gibt's nicht. Oh, das gibt's nicht. Oh, no. Wie behämmert ist denn das? Ich verstehe nicht, warum ich da nicht so richtig springen kann. Also. Hm. Ab und zu geht das gut? Und ab und zu geht's gar nicht. Scheiße. Okay. Jetzt ist es eng. Krieg schon nicht hin. Och Mann. Ich kann kotzen. Das ist doch beschissen. Wie kriegt dieses Level denn nicht hin? Mann, ey. Warte mal. Okay, jetzt hab ich's raus. Wie bescheuert. Total einfach. Einfach nur Knopf, den Sprungknopf gedrückt halten. Alter, wie behindert bin ich denn? Okay. Okay, dann ist es auch ein bisschen leichter. We'll be right back.
macht das Ganze auch Sinn. Oh, was macht er? Was macht er? Wo ist er denn da oben gegengekommen, bitte? Wo ist er denn da oben gegengekommen? Okay, letztes Level? Nein, nicht ganz. Oh, auf jeden Fall ist es doch nicht mehr so schwer, wie ich dachte. Egal, immer was ganz leichtes Level, wenn man wusste, dass man nur draufdrücken muss. Ich dachte, ich muss das Timing haben, drauf zu hüpfen. Ziemlich bescheuert von mir. Naja, egal. Bescheuert. So, haben wir den roten Tod wieder? Da ist er. Sehr gut. Und dann kannst du scheiße weitergehen hier. So. Gehen wir kurz hier hin und machen mal Fragen, was sie so hat für uns. Aber genug davon. Die Arbeit am Zeitpunkt auch. Sieht so aus, weil es absolut fantastisch. Wo soll es weitergehen? Boah, Alter, wie teuer ist das hier? Guck es mal an. Wir brauchen ein bisschen mehr Münzen. Komm, einen machen wir noch. Reicht's auch. Du kannst dich jederzeit wieder ganz machen. Aufträge. Ranken in dünner Luft. Ich habe einen himmlischen Level voller Rang gebaut. Wer wissen will, was ganz oben erwartet, der muss eine ganze Weile klettern. Hättest du Lust drauf, Jügelchen? Die dumme Gärtnerin. Yes, Mario. Do it. Ranken in der dünnen Luft. In dünner Luft, so. Oder? Okay. Oder? Toll, mach ich den mit so einem blöden. Okay. Oh. Oh Mist. Natürlich. Du bist doof von mir. Geschnappt. Oh yeah. Gut, aber das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
Ha!